Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir wollten ja den lieben Godwin finden und retten. Sind hier quasi... Oh, was ist denn hier los? Was? Ich mähe dich nieder. Da will noch einer die Glocke läuten. Schneider, ja. Wir müssen die Glocke... Ah, die Glocke ist eh kaputt, ne? Die habe ich ja schon kaputt gemacht in der letzten Folge. Warum kommen denn die Leute her? Und da wird er mit seinem eigenen Großschwert platt gewalzt. War doch nur einer, ne? Ach, da ist er. Wo ist noch einer? Ach, da. Hey, Moment! Ich wollte die Glocke! Na mach doch, die Glocke ist eh kaputt. Okay, dann haben wir hier mal ein bisschen dezimiert. Ist ja auch nicht schlecht. Was ist denn jetzt los? Sag doch mal. Na gut, es ist eine Festung, ne? Von daher sind hier überall Wachen. Aber da ist ja noch ein Schlüssel, ne? Ich habe voll den Schlüssel verpasst. Vielleicht ist das ja der Schlüssel, um da vorne durch das Tor zu kommen. Der Festungsschlüssel? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache hier einfach mal Fallen stellen. Einfach mal so. Und wenn die jetzt hier die finden, die ganzen Toten... werden sie in die Falle tappen. So. Morgen habe ich keinen Nacken. Alles cool. Ich brauche hier ein bisschen Luft, sonst gehe ich ein. Ach so, der Typ, der guckt schon in unsere Richtung. Okay, jetzt guckt er weg. Aber wir können uns ja auch mal totstellen, oder habe ich das jetzt... War denn das nochmal? War das eins? Ach, das ist totstellen, ne? Alles klar. Stabile Mauern und viele Wachen. Ein Gefängnis für einen wertvollen Mann. Bezahl für deine Sünden. Habe ich auch noch nie gemacht, dieses Totstellen. Aber stimmt, das wäre ja auch eine Option, ne? Oder hat uns nicht gesehen? Wir können es ja mal ausprobieren. Da liege ich. Wupp. Und zack. Das Totstellen ist auch nicht schlecht. Man auch an gut unpassierbaren Stellen vorbei, indem man einfach hier den Toten, den sterbenden Schwan spielt. Okay. Können wir hier jetzt mal hoch? Eine schreibt da seine Memoiren. Ne? Vielleicht hier in der Spur. Hallo. Oh, da konnte man ihn nicht sehen, ne? Weil die Kamera rausgeschwenkt ist auf die Mauer. Ah ja, hier haben wir eine Kiste. Vorräte, nice.
Greve Selwyn hat Hinrichtungen wegen kleiner Diebstähle und Beleidigungen angeordnet. Ein Mann und seine Frau sind bald dran. Ist aber noch ein tiefer, ne? Ach, hier geht's runter. Ah, die Tür können wir aufschießen. Aber wie kommen wir da hin? Da geht's in den Keller, ne? Aber was war das für eine Tür von da außen? Ach, die ist hier, glaube ich, in diesen, hier oben. Von diesem Balkon. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Ups. So, hier haben wir auf jeden Fall das Buch des Wissens. Und der Axtsturm. Nice. Haben wir verbessert. Beweise gegen den Orden der Ältesten. Ob sie Godwin gehörten? Und zwar, hier haben wir einen Beweis und das Scar. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank für dein Lurk, mein Lieber. Die Godwins Forschung. Ich habe ein Treffen mit Herwald in der Taverne eingefädelt, im Schutze der Dunkelheit. Er war entsetzt, als ich ihn in aller Offenheit zur Rede stellte. Seine Augen hetzten von links nach rechts, als würden uns die Mauern selbst beobachten. Herwald tauchte nicht auf. Ich wartete mehr als eine Stunde auf ihn, als ich dann seine Wohnstätte nahe dem Münster aufsuchte, war dort alles auf den Kopf gestellt und sein Hab und Gut verschwunden. Vier andere meldeten sich mit Informationen zum Galgen und alle vier haben ein furchtbares Ende gefunden. Zwei wurden wegen belangloser Dinge öffentlich gehängt, ein weiterer wurde tot aufgefunden, angeblich nach einer Kneipenschlägerei. Der vierte ist geflohen. Die beiden, die gehängt wurden. Der Galgen muss auch ein Greve sein. Da bin ich mir sicher. Nur wir haben die Macht, die Bevölkerung Winchesters zu verurteilen. Er, der Galgen, steht in der Öffentlichkeit. Er wendet sich nach außen hin gegen Alfreds Reform. Ich wage es kaum, meine Vermutung niederzuschreiben. Der Bericht geht noch über viele Seiten weiter. Okay, da gehen die Verschwörungstheorien schon wieder weiter. Wir gucken jetzt mal in den Keller. Gut, hier können wir aufmachen. Was haben wir hier? Hier können wir auch aufmachen. Ich sehe mal nichts. Außer ein paar Ratten gibt es hier nichts. Wen haben wir denn da, mein lieber Freund? Ein Däne in Winchester? Sonderbare Zeiten. König Alfred schickt mich. Er hat mich auf Knien angefleht, jemanden zu finden. Ich kenne Alfred gut genug, um eine dreiste Lüge zu durchschauen. Falls er dich wirklich geschickt hat, dann aufrecht und würdevoll. Wohl wahr. Und du bist der Mann, den ich finden soll, Godwin. Weißt du wieso? Wenn ich raten soll, dann um die Ketzer des Ordens aufzuspüren und so tief zu vergraben, dass selbst Gott eine Schaufel bräuchte, um sie zu finden. Und wo sollen wir anfangen? Da helfen uns meine Nachforschungen. Wenn sie sie noch nicht verbrannt haben, müssten sie hier irgendwo sein. Ich habe hier deine Aufzeichnungen vom Hauptmann dieser Feste. Ein Wunder. Du wirst als Beschützer von Winchester in die Geschichte eingehen. Welch Ironie. Ist mir nicht entgangen. Und jetzt los, bevor sie merken, dass ihr Fisch vom Haken gesprungen ist. Alles klar, da haben wir noch Godwin. Wir sammeln uns hinter den Mauern neu. Wir gucken aber trotzdem nochmal nicht, dass hier noch irgendwas Cooles rumliegt. Und ich denke mal, da geht's gleich. Begleite Godwin in Sicherheit. Wo ist denn der Junge schon wieder hin? Ist der unterirdisch gelaufen? Oder ging es da noch weiter? Ah ne, da läuft er. Schnell hinterher. Ach, Herr Jemini. Bringen wir
Also der ging ja. Der ging ja mal ganz klar daneben. Da ist noch einer. So, wo ist er hin? Da ist Godwin. Weg da, ich bin Arzt. So, einmal mit Godwin reden. Ich bin dankbar für deine Hilfe. Ein kühner Schritt, Alfreds Lieblingsgräven zu verhaften. Dieser sogenannte Orden besteht aus nichts als teuflischem Abschaum. Abschaum, der sich in allen Bereichen deines Landes eingenistet hat. Sie sind gefährlich. Wie sagtest du noch, heißt du? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Die Geisel von Mercia, falls dir mein Name nichts sagt. Nun, Eivor, wenn unsere drei Ketzer auf einem Ascheberg verglühen, sollten wir unsere Abscheu gegen Mercia wie alte Freunde bei einem Krug Ale bekräftigen. Alfred glaubt, dass der Sachs tot ist. Was kannst du mir über die Feder sagen? Ich fand dies an eine Tür genagelt. Die Feder führt Worte wie ein Messer. Ein Streitgespräch zur Erziehung? Giftige Absichten gekleidet in schöne Worte. Ich gehe der Sache nach. Alfred glaubt, dass der Sachs tot ist. Alfred glaubt, dass mindestens einer von ihnen tot ist. Bischof Elfred war der Sachs. Verdammt. Halb Winchester trauert um diesen Nonnengrabscher. Was weißt du über den Galgen? Der Galgen. Was weißt du über ihn? Ich bin sicher, er ist ein Greve. Nur wir verfügen über die Macht, ein Strafmaß festzulegen. Und der hier maßt sich an, im Namen der Gerechtigkeit zu handeln. Der Galgen ließ dich verhaften, also muss er ein Mann des Gesetzes sein. Greve Selwyn? Natürlich. Der Haderlump fungiert in Winchester als Hammer des Gesetzes. Er lässt Sünder aus geringstem Anlass öffentlich hinrichten. Könnte es kein anderer sein? Er ist es. Er ist der Einzige, der passt. Beende seine Schreckensherrschaft. Alles klar. Dann haben wir den Galgen. Selwyn. Da gucken wir auch gleich mal im Ordensmenü, was über den Jungen steht. Ja, wir haben ja noch ein paar offene. So weiter. So, wir müssen eigentlich, müssten wir ja auch diese ganzen Eiferer töten. Um die nächsten Ordensmitglieder, die, mit denen wir vielleicht sogar noch, sag mal, ganz gut zusammenarbeiten. Vielleicht sind das ja auch Verräter. Eliminiere den Galgen, der Sachs und die Feder. Er vollzieht Hinrichtung auf dem Marktplatz zu Winchester. Paladin Selwyn der Galgen. Selwyn stammt aus einer reichen Familie und war es gewohnt, nach Belieben über Diener und Leibeigene zu verfügen. Er verabscheute es, wenn sein Vater trank, spielte sich mit Frauen vergnügte und das Familienvermögen verschleuderte. Seine Abstammung, die er deshalb mit Scham und Abneigung betrachtet, ist auch der Grund, warum er den Schwachen keine Freiheit lassen will. Der Orden gab ihm Kontrolle und er war fest entschlossen, die Menschen vor sich selbst zu retten. Er machte sich alsdann daran, das Gesetz durchzusetzen, Urteile zu fällen und die Welt von menschlichem Bodensatz zu befreien. Und das sind die drei Objekte, die wir dann halt fertig haben. Den Galgen erdrosseln. Das wäre jetzt unsere Aufgabe. Auswählen und meucheln. So sieht's aus. Fertigkeitenpunkte gibt's auch noch obendrein. Wir schauen mal, wo findet der... Achso, der ist hier vorne auf den Marktlager. Erdrosseln. Alles klar, dann wollen wir doch mal hin. Der ist auch nun echt ein Steinwurf von uns entfernt. Tarnen schon mal. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja auch dicht an den Rand.
Ah, da kommt eine Cutscene. Da kommt er. Gutes Volk von Winchester, öffnet eure Augen. Seht, wie Alfreds hochtrabende Ideale in diesem Morast menschlicher Unvollkommenheit versinken. Die Gefangenen, die heute vor euch stehen, leben nicht nach Alfreds Gesetzen. Sie stellen sich über sie. Sie suhlen sich im Dreck und folgen nur ihrer eigenen Verderbtheit. Hubert hat, völlig vernebelt vom Ale, unseren Bischof Elchfried verleumdet, den frommen Diener von Winchester, sogar jetzt, wo er kalt in seinem Grabtuch liegt. Elchfried war kein Mann Gottes. Er wird für seine Sünden brennen. Dein Weib ist ein boshafter Besen, Hubert. Ist hier auch nur einer, der nicht von ihrem ranzigen Met gekostet hat? Wann bist du endlich fertig, Selwyn? Wenn du ganz Winchester hingerichtet hast? Oh, oh, oh. Der kriegt jetzt den Arsch voll. Und weg mit ihm. Winchester hat sein Urteil gesprochen, Hubert. Möge Gott deiner verdorbenen Seele gnädig sein. In Winchester gibt es keine Freiheit mehr. Niemand ist. Alles klar, dann töte den Galgen. Alfred hat Fallen ausgelegt. Machen das von oben, ne? Ich werde mal einfach hier mal ganz kurz hochlaufen. Durst wird unser aller Untergang sein. Seine Zunge zu behalten. Dann machen wir das auf Assassin's Creed-Manier. Und so frage ich, wer hat das Recht, über das Schicksal der Verdorbenen zu entscheiden, wenn nicht das gute Volk von Winchester? Ich bin nur euer demütiger Diener. Leona! Zack und zack. Das musste sein, ne? Von oben. Zack. Ab zu Odin. Du entstellst die Gerechtigkeit. Du wagst es, des Königs Henker zu töten. Dein Werk hast du nicht in Elfreds Namen verrichtet. Du bist der Henker des Ordens. Du hast durch den Schleier gelinst und doch nichts erkannt. Elfreds Gesetze sind der Fiebertraum eines Sklaven. Er bietet Bettlern einen Platz an seiner Tafel, lässt die Schwachen die Starken verschlingen. Wer sollte über das Schicksal der vielen Verdorbenen urteilen, wenn nicht die wenigen Starken und Würdigen? Wer sein Volk beschützen will, muss den eisernen Handschuh anlegen. Du trittst freien Menschen in den Rücken, nicht jenen, die es verdienen. Der Orden verurteilt alle Menschen zum Leiden. Denn sie alle sind nur ein Schatten der Perfektion, die wir sein sollten. Die Perfektion der Ältesten. Da kommt der Galgen. Und zack. Du bist nur ein Mensch, Gregor. Ein toter Aspen, Sterbebaum. Genau, lass fallen die Münze. So, die gehört uns. Mal sehen, was Goodwin über die Feder in Erfahrung bringen konnte. Ach je, aber die sind dann trotzdem alle bepisst noch auf mich. Zu Recht. Oh, ey, der Typ ist aber eine harte Nuss. Banner her. Demarkier den doch, Alter. Was ist denn jetzt mit meiner Maus los? Stampfen mir. Zack.
Und er auch. Gott wird uns nicht ver... Ging das eben nicht? Mal sehen, was Goodwin über die Feder in Erfahrung bringen konnte. So, jetzt haben wir hier aber Ruhe. Okay, wir gucken noch mal, ob hier noch irgendwas ist. Da unten ist noch was. Er ist der schlimmste Verbrecher von allen! Wir die Pfeile noch nehmen, ja. Macht denn hier Eivor? Was da rüber? So. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier die Tür aufballern können. Nee, das geht nicht. Kommen wir da irgendwo rein? Versperrt sein. Da ist auf jeden Fall was drin, aber wie kommen wir da hin? Oder man muss mal von dem anderen Dach. Geht das? Mal gucken. Von hier oben vielleicht? Das nicht? Jetzt vielleicht. Kann man das nicht aufschießen? Doch. So. Oh, das war aber Millimeterarbeit eben, ne? Haben die aber schon mies gemacht. So, hier vorne haben wir die Truhe. Die nehmen wir uns noch mit. Ja, perfekt. Und dann beende hier die Folge und dann finden wir Godwin und sprechen mit ihm, um die Feder zu rupfen in der nächsten Folge.